Ich weiß, dass viele junge Menschen sich mit der Frage beschäftigen, was ihre Zukunft angeht, welchen Weg sie im Leben gehen sollen. Und ich hoffe, dass ich durch meine Geschichte sie ermutigen kann, dass sie die Zukunft in Gottes Hand legen. Was ich erzählen möchte, beginnt schon vor einiger Zeit. Ich war nämlich schon immer jemand, der recht unentschlossen war, vor allem was so Entscheidungen betrifft, was meine Zukunft angeht. Ich weiß noch, in der Schule, da hat unsere Lehrerin immer der Reihe nach uns durchgenommen und uns gebeten zu sagen, was wir denn nach dem Abi machen wollen. Und da musste ich jedes Mal passen, weil ich ja einfach so unentschlossen war. Mir hat so viel Spaß gemacht, so mir hat so viel gefallen. Und das hat sich dann auch so weitergezogen. Und ja, in dem Alter ist natürlich die Berufswahl oder die Studienwahl, was man später im Leben machen will, so extrem wichtig für einen. Und das hat mich sehr viel beschäftigt. Und ich habe dann auch schließlich etwas gefunden, was ich machen wollte. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich bin zwar nur sehr knapp reingekommen, aber ich habe mich wohlgefühlt, ja. Ich habe recht lange gesucht und ich habe auch ein bisschen ein Praktikum an einer anderen Stelle gemacht. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das Richtige ist für mich. Und so habe ich auch mehrere Semester studiert. Und ich habe aber nach einer Zeit gemerkt, dass, ja, dass irgendwas fehlt. Also das hat sich damit ausgedrückt, dass ich oft zu Hause so eine gewisse Leere verspürt habe. Vor allem mit dem Gedanken, will Gott, dass ich in diesem Beruf arbeite später? Kann Gott mich hier am besten benutzen? Und dieser Gedanke ließ mich nie los und es war nicht ständig so. Also vor allem nach Erfolgserlebnissen in der Uni oder sonst im privaten Leben ging es mir immer sehr gut. Aber teilweise habe ich mich auch nicht so gut gefühlt. Dann nach einem Jahr hatten wir in meiner Kirche 10 Days of Prayer für Jugendliche. Und dafür haben wir uns 10 Tage lang jeden Abend getroffen, um gemeinsam uns auszutauschen, über ein Thema zu reden und Gebetsanliegen zu sammeln und schließlich auch dafür zu beten. Und zu der Zeit hat ein guter Freund von mir, der auch daran teilgenommen hat, mich gefragt, ob wir nicht den Tag mit Gebet starten wollen. Und zwar, dass wir uns am Morgen anrufen und gemeinsam beten für gewisse Anliegen, für den Tag, für bestimmte Personen. Und ich fand die Idee sehr gut und das haben wir auch gemacht. Und ich habe damals schon gemerkt, wie sehr mich das gestärkt hat für die Tage. Und als 10 Days of Prayer dann vorbei waren, wollten wir nicht damit aufhören, weil es uns beiden so gut gefallen hat. Und deswegen haben wir weitergemacht. Und so hat das sich einige Wochen so weitergezogen, bis dann schließlich mein zweites Praktikum anfangen sollte. Das war jetzt vor ein paar Wochen hat das angefangen. Und da hatte ich die Idee, bewusst dafür zu beten. Jeden Morgen habe ich dann bewusst gebetet, Herr, zeige mir, ob das wirklich mein Platz ist. Zeige mir, ob du mich da haben willst. Und wenn nicht, zeig mir bitte deutlich, dass es nicht richtig für mich ist, weil ich eben deinen Willen tun will. Und ich musste an mein Gebet denken, an den Morgen. Und ich musste daran wieder denken, ja, Herr, bitte zeig mir genau, ob ich da wirklich sein soll, ob das was für mich ist. Und während ich gebetet habe, habe ich richtig gemerkt, wie sich etwas verändert hat in mir. Also ich war auf einmal viel ruhiger, gelassener, es war so friedlich und die Aufregung ist einfach weggegangen. Und vor allem, ich habe auch Freude gespürt. Ich musste an den Unterricht denken und ich habe mich gefreut, etwas, was ich davor so nicht wirklich hatte.
Und es war so, ja, so eine tiefe Gewissenheit einfach, so ein, ja, eine Ruhe zu wissen, dass eigentlich nicht wirklich etwas schief gehen kann, weil ich ja eben in Gottes Hand bin. Und der Unterricht ist auch sehr gut verlaufen, die nachfolgenden auch. Und ich habe immer wieder so kleine Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel einmal habe ich dafür gebetet, dass der eine Lehrer, der sonst immer ziemlich verschlossen war und nicht so viel von sich preisgegeben hat, doch bitte mir anbieten möge, ob ich nicht seine Klasse unterrichten soll, weil ich mir das eigentlich gewünscht hatte, aber ich wollte nicht so aufdringlich sein. Und es war eigentlich total ungewöhnlich, dass er das machen würde, weil er sonst kaum mit mir geredet hat oder vor allem Unterrichtsversuche von mir nie angesprochen hat. Und an dem Tag hat es mir gleich angeboten. Das war für mich wieder so ein Moment, wo ich dachte, wow. Ja. Und diese Woche, das ist also sehr aktuell, hatte ich am Montag einen Unterricht, wo mich die Betreuerin von der Uni auch besucht hat, um zu sehen, wie ich mich anstelle. Und es war ein sehr positives Feedback und auch im Nachhinein hat sie sogar gesagt, dass ich mit sehr viel Zuversicht auf eine Zukunft als Lehrer schauen kann. Und das war wie, ja, eine genaue Antwort auf meine Gebete. Und ich weiß auch, dass sie weiß, wovon sie redet, weil sie sehr viel Erfahrung hat. Und ich weiß auch, dass sie es nicht allen Praktikanten gesagt hat. Ja, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe dadurch, durch diese Erfahrung, ist nicht unbedingt, dass ich jetzt Lehrer werden muss oder dass nichts anderes richtig wäre. Aber ich merke, dass es wichtig ist, einfach Gott mitzunehmen auf seinen Weg. Und ich weiß, dass er mich immer mit begleitet. Und so etwas Einfaches wie dafür bitten im Gebet hat schon bewirkt, dass ich mich richtig geführt fühle. Dass ich mich geborgen fühle in seiner Hand. Und dafür bin ich sehr dankbar.